eine kleine Stadt Müllrose. Wer sind die neuen Bürger? Wer sind diese neuen Menschen? Wer sind die Flüchtlinge? Woher kommen sie? Was macht sie aus? Wer sind sie? Und wie geht es ihnen heute? Was ist ihre Situation und was bewegt sie? Und mit diesem Thema beschäftigten sich die Schüler der Grund- und Oberschule Müllrose. Bitte begrüßen Sie gemeinsam mit mir Frau Małgorzata Murau. Und deinen Namen kenne ich nicht, ich kann dich auch vorstellen. Oder du stellst dich selbst vor. Wie heißt du? Ich heiße Leonie Krüger und komme aus der Grund- und Oberschule Murose. Vielen Dank. Dann begrüßen Sie mit mir auch diese wunderbare Teilnehmerin. Hallo. Erstmal muss ich gucken, ob ich das hier bedienen kann. Ach ja, ich schaffe das. Ja, wir haben eine kleine Repräsentation unserer Gruppe. Ein Grund dafür, also es gibt viele Gründe und ein der Gründe ist, dass einige Teilnehmer unserer Gruppe oder Mitglieder unserer Gruppe selber Geflüchtete sind und sie dürfen noch nicht nach Polen kommen. Deswegen haben wir mit uns Leonie, die keine Geflüchtete ist, die durfte heute mit uns nach Subice. Ich bin eigentlich Polnisch-Muttersprachlerin, aber jetzt wegen Leonie spreche ich Deutsch, also bitte um Entschuldigung für alle meine Deutschfehler. Am Anfang möchte ich Leonie bitten, dass sie uns kurz in das Thema und in die einführt und uns einiges über die Gruppe selbst erzählt. Ich möchte heute über unsere Gruppe erzählen. Wir sind 8 Personen aus der 5. und 8. Klasse der Schule Murose. Murose ist eine kleine Stadt, 15 Kilometer von Frankfurt entfernt. In unserer Schule lernen seit ein paar Monaten einige neue Schüler aus Syrien und Afghanistan kennen. Nicht alle sprechen Deutsch und wir können auch nicht immer gut miteinander sprechen. Wir wollten mehr übereinander lernen. Viele Themen sind, mit denen wir uns beschäftigt haben, sind allgemeingültig. Nicht nur unsere neuen Mitschüler sind Migranten. Migration ist ein Thema, das auch uns alle betrifft. Wir haben in dem Workshop gesehen, dass alle von uns schon Migranten in ihren Familien hatten. Sei es ein Elternteil oder ein Großvater. Und wir alle essen jeden Tag Lebensmittel aus ganzer Welt. In dem Club, wo wir uns getroffen haben, stand ein Kicker und Billard. Deswegen haben wir nicht immer fleißig gearbeitet, sondern auch viel gespielt. Das war die beste Interaktion. Also wie gesagt, ein wichtiges Thema bei uns war nicht nur, dass wir etwas über die Flüchtlinge, also die neuen Einwohner von Müllrose lernen, sondern dass unser eigenes Leben irgendwie reflektieren. Ja, das ist nicht so Lernen über die anderen, die neu gekommen sind, sondern auch sich selber fragen, vielleicht gibt es eben diese Migrationsgeschichte in meiner Familie, vielleicht bin ich gar nicht so anders als die anderen sozusagen. Deswegen haben wir ganz viel uns mit diesem Motto, wir sind alle Migranten, beschäftigt. Das war, glaube ich, ganz erstaunlich für einige Teilnehmer am Anfang. Ich glaube, sie haben noch nie daran gedacht, dass auch das eigentlich in jeder Familie es diese Migration gibt. Ich vermute vielleicht auch, also in dem Raum gibt es, also in der Mehrheit, also die Mehrheit der Personen, die hier jetzt in dem Raum sitzen, sind Migranten und das wollen wir heute prüfen. Ja, auch in unserer Ausstellung gibt es ein kleines Spiel, wo jeder gucken kann, wie gut er als Migrant ist. Meine eigene Tochter hat in dem Spiel schon 11.000 Punkte bekommen.
und heute gucken wir, vielleicht ist jemand in dem Raum besser. Vielleicht kriegt jemand mehr als die 11.000 Punkte. Also, lass uns anfangen. Jetzt habe ich eine Frage an alle. Also die Person, die die Antwort kennt, für sich selbst, bitte Hand hochheben. Heben? Also die erste Frage, kennst du deinen Geburtsort? Also jeder, wer weiß, wo er geboren ist, bitte Hand hoch. Weiß vielleicht jemand nicht, wo er geboren ist? Na gut, dann erstmal alle wissen die Antwort auf die erste Frage. Dann die zweite Frage, weißt du, wo dein Vater geboren ist? Ja, jetzt sehe ich, einige wissen das nicht. Bitte die Hände hoch lassen. Jetzt eine Frage nur an die Personen, die die Hand hoch haben. Wisst ihr, wo der Vater, oder weißt du, wo der Vater deines Vaters geboren ist? Ja, wir haben immer noch einige Hände hoch. Wieder eine Frage an die, die die Hand hoch haben. Weißt du, wo deine Mutter geboren ist? Nur die Leute, die bis jetzt auf alle Antworten, auf alle Fragen die Antwort kannten. Ja, wir haben immer noch einige Hände. Und weißt du, wo die Mutter deiner Mutter geboren ist? Ja, ich sehe ungefähr 20 Personen, die auf alle Fragen ja beantworten können. Die letzte Frage an diese 20 Personen, weißt du, wo du gerade jetzt zurzeit wohnst? Ja, alle Hände sind da geblieben. Jetzt von den Personen, die immer ja beantwortet haben, möchte ich drei hier nach vorne bitten. Gibt es jemanden, der 10.000 oder 11.000 Punkte bekommen möchte? Ja, bitte? Also nicht antworten, sondern hier nach vorne kommen. Gibt es auch Preise, wenn man nach vorne kommt? Wir müssen vielleicht die Teilnehmer belohnen, die nach vorne kommen. Das sind aber keine 11.000 Slotte, ne? Das sind nur 11.000 Punkte. Es gibt einen Preis, allerdings muss ich sagen, der Preis kommt erst nach dem Ende der Ausstellung, wann man in der Ausstellung in unserem Modul weiterspielen darf. Haben wir noch die dritte Person? Noch eine Person, bitte. Na, vielleicht die? Möchtest du kommen? Nee, sie hat schon gemacht. Also. Ja, bitte gern. Vielen Dank erstmal. Sagen Sie uns, wo Sie geboren sind. Ich bin in Sachsen geboren. Schreibst du? Und der Name erstmal? Mein Name ist Peter. Urodziłam się na Ukrainie. Ich war in der Ukraine geboren, Chorogrów. Ich heiße Wanda. Nochmal, Wanda, wo bist du geboren? Chorobrów, Ukraina. Und du, wie heißt du und wo bist du geboren? Ich bin Michael und ich bin in Darmstadt geboren. Dann die zweite Frage an Peter. Wo ist dein Vater geboren? Genauso in Pirna, in der gleichen Stadt. Und die Frage an Wanda, wo ist dein Vater geboren? Mój ojciec urodził się w Jugosławii. Mein Vater war in Jugoslawien geboren. In Udine. In Jugoslawien. Mein Vater ist in Berlin geboren. Dann eine Frage an Peter. Wo ist der Vater deines Vaters geboren?
In Dippoldeswalde. Ist das auch in Sachsen? Ja, das ist ganz nah. Und eine Frage an Wanda, wo ist der Vater deines Vaters geboren? Mój tata, tata mojego taty urodził się we Włoszech, ale ja nie wiem w jakim mieście. In Italien, aber ich weiß nicht genau in welchem Ort. Deines Vaters geboren? Der ist in Plauen geboren. Ja, dann eine Frage an Peter. Wo ist deine Mutter geboren? Meine Mutter ist in Rabishau geboren, das heißt jetzt Rambischof und ist in Schlesien. Dann machen wir Schlesien daraus, wenn ich es machen darf. Darf ich fragen, welches Land es heute ist? Polen. Eine Frage an Wanda. Wo ist deine Mutter geboren? Moja mama jest urodzona w Biłgoraj, Polska. Biłgoraj, Polska. In Biłgoraj, in Polen. Und eine Frage an Michael, wo ist deine Mutter geboren? Meine Mutter ist in Darmstadt geboren. Ich mache kurze Pause mit den Fragen. Ich erkläre kurz, wie es mit dem Spiel geht. Man kriegt immer Punkte für die Kilometer. Also je weiter man von dem Geburtsort seines Vaters geboren ist, desto mehr Kilometer kriegt man. Und je weiter der Vater des Vaters von dem Geburtsort des Vaters geboren ist, desto mehr Punkte kriegt man. Also tut mir leid, Pirna und Pirna, das sieht ganz schlecht aus. Aber dann sehe ich Jugoslawien und Italien ist nicht schlecht und Ukraine und Jugoslawien ist auch nicht schlecht. Also ich glaube, jetzt bist du in der wie heißt das? Na, wir machen alle die Endrunde. Eine Frage an Peter. Peter, wo ist die Mutter deiner Mutter geboren? Die ist auch in Schlesien geboren, wie meine Mutter. Eine Frage an Wanda. Wo ist die Mutter deiner Mutter geboren? Auf Polsce się urodziła. Tak, w Biłgoraju. In Biłgoraj, tut mir leid. In Biłgoraj, in Polen. Sieht wieder nicht gut aus. Also für solche Antwort kriegt man 0 Punkte, ja? Und die Frage an Michael, wo ist die Mutter deiner Mutter geboren? Na, jetzt kann ich mir natürlich was ausdenken, oder? In Jelito Miasto. Und die letzte Frage, das schafft ihr alle, denke ich. Peter, wo wohnst du jetzt? Ich wohne jetzt in Swoopford. Wanda, wo wohnst du jetzt? Swoopford. Und Michael, wo wohnst du jetzt? Swoopford. Vielen Dank. Also man kriegt immer Punkte für die Kilometerentfernung. Und die letzte Frage, die gehört mit der ersten Frage zusammen. Also wie viele Kilometer von deinem Geburtsort wohnst du jetzt? Und je nachdem, wie weit man wohnt, desto so viele Punkte kriegt man. Das zähle ich danach, also in der Pause alles. Also ich rechne das alles und vielleicht einer von euch wird zu dem besten Big Rand. Wenn andere spielen wollen, in unserem Modul gibt es so Fragen, die man selber beantworten kann und eine Kiste reintun und der Beste kriegt einen Preis. Aber es müsste sich doch auch zählen, wenn ich sage, ich habe 3 Jahre in Frankreich und 8 Jahre in Polen gelebt. Natürlich, das ist ein vereinfachtes Spiel. Das Leben ist viel komplizierter als einfache Fragebögen. Erstmal euch vielen Dank. Ich rede später mit euch wegen eurer Punktenzahl. Noch ein kleines Thema oder vielleicht nicht so kleines Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, war, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, wie viel in unserem Leben aus anderen Ländern kommt. Also vielleicht haben wir keinen Nachbar aus einem anderen Land, aber jeden Tag essen wir Sachen aus anderen Ländern. Jeden Tag sehen wir Worte, die in anderen Sprachen geschrieben sind. Und manchmal
Manchmal überlegen wir das nicht so ganz genau, ja, wie viel wir den anderen Ländern zu verdanken haben. Ich möchte jetzt kurz Mila nach vorne bitten. Die liest uns was vor. Das ist eine Art Gedicht, vielleicht einige von euch kennen das. Dein Jesus ist Jude, dein Auto ist Japaner, deine Pizza ist Italiener, deine Frühlingsrollen sind aus Vietnam, dein Champagner aus Frankreich, deine Demokratie ist aus Griechenland, dein Kaffee ist aus Brasilien, deine Süßigkeiten aus der Türkei, deine Schrift ist lateinisch und dein Nachbar ist einfach Ausländer? In Minuten. Dann lassen wir einen kleinen Punkt weg, aber ich möchte, dass ihr euch das kleine Gedicht, wenn es für euch neu ist, überlegt. Vielleicht könnt ihr zu Hause ein neues, ähnliches schreiben. Wir haben das in unserer Gruppe gemacht, mit den Zeilen, die für unser Leben relevant sind. Das hat viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir für die Fragen für euch da. Vielen Dank. Ich frage noch einmal, gibt es keine Fragen? Ich möchte fragen, wie du die Entfernung berechnest zwischen Frankfurt Oder und Swupfurt? Null würde ich mal sagen. Also im Kopf berechne ich das und ich mache null daraus. Ich würde sagen, einmal um die Welt. Dankeschön. Ah, wir haben noch eine Frage. Ich habe sie gesehen. Eine Frage, auf welche Art und Weise wurden die Kinder von Flüchtlingen, die an eurer Schule Unterricht haben, lernen, in dieses Projekt eingebunden? Ich unterrichte selber in der Schule nicht. Ich bin einfach dahin gekommen und gesagt, ich möchte solche Workshops-Reihe machen. Da habe ich eine ganz gute, nette Schulpädagogin getroffen, die mir gesagt hat, naja, dann nehmen wir die Klassensprecher aus den fünften Klassen, da gibt es ein paar fünfte Klassen, und wir nehmen ein paar Kinder, die vielleicht noch nicht eine eigene richtige Klasse haben, sondern so Willkommensklasse heißt das auf Deutsch, die in solche Willkommensklasse sind, oder so ähnlich. Ich mache das jetzt ein bisschen einfacher. Und die sind einfach zu uns gekommen, ja? Also wurde nicht von mir organisiert, sondern von der Schulpädagogin. Ich habe auch noch eine Frage. Ich habe natürlich ein bisschen den Hintergrund mitbekommen und ich habe mitbekommen, dass einige Eltern ihren Kindern nicht erlaubt haben, an dem Workshop teilzunehmen und dass das durchaus möglicherweise fremdenfeindliche oder vorurteilsbelastete Gründe sind. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen, wie viele eigentlich mitmachen wollten und wie viele dann mitmachen durften und wie du das einschätzt? Also mein Plan war, so eine nette 12-Personen-Gruppe zu haben. Ich dachte, 12 Personen ist so eine gute Zahl für diese Workshop-Form. Die Schulpädagogin war mit mir einig. Die meinte, sie findet mir 12 Personen. Dann hat sie nach 12 Personen aus den 5. Klassen gesucht. Jede Person hat seinen Brief für die Eltern bekommen. Diese Schüler gehen aus dem normalen Unterricht raus und gehen in meine Workshops. Und das Thema ist neue Flüchtlinge oder neue Einwohner von Mühlhausen. Und danach gab es, glaube ich, nur, also 12 Schüler haben die Briefe für die Eltern bekommen und davon nur 3 haben mir die oder der Schüler die Briefe zurückgegeben. Ohne sichtbare, also niemals wurde ein so klarer Grund genannt, aber
eigentlich, also es ist sich schwer zu vorstellen, was die Gründe sein können, außer eben diese so Ausländerfeindlichkeit oder ja, Fremdenfeindlichkeit. Das heißt zum Glück nicht, dass wir danach nur 3 Personen hatten, weil wir so ein bisschen heimlich nach anderen Schülern gesucht haben und vielleicht nicht immer wussten die Eltern ganz genau, was wir machen. Noch eine Frage? Danke. Dieses Projekt hat uns oder stellt uns gewissermaßen mit dem Rücken zur Wand, denn es sind Flüchtlinge, es ist eine aktuelle, brenzlige Situation, sehr heikel, sehr schwierig. Daher meine Frage, ist der Ausländer jemand, der uns feindlich gegenüber eingestellt ist, oder sind wir nicht alle Wanderer, Migranten? Wenn wir in uns einkehren und uns überlegen, ob wir uns wirklich so kritisch gegenüber den Migranten heutzutage verhalten wollen, gegenüber unseren neuen Mitbürgern, Mitbewohnern, ob wir nicht gewissermaßen in unserer tieferen Lebensgeschichte nicht selbst Migranten sind, Flüchtlinge sind. Bei uns war es auch wichtig, wenn wir die sozusagen die deutschen Kinder in den Workshops haben und die syrischen oder afghanistanischen Kinder auch dabei haben, dass es nicht immer so gegenseitiges Befragen oder weiß nicht, so Gegenstellen von den beiden Gruppen ist. Ja? Wir wollten zusammenarbeiten und einiges zusammen machen. Und dann kann man nicht die ganze Zeit sagen, jetzt lernen wir etwas über die Flüchtlinge sozusagen. Ja? Weil also es passte einfach nicht zu der Gruppendynamik. Und ich glaube, wir haben das relativ gut geschafft, eben auch dank, Kika und Billard. Das war ganz große Hilfe in unseren Workshops, wo die Sprache oft große Schwierigkeit war. Ich habe eine Frage an Mila, ne? So heißt du, Mila. Wie viele Sprachen sprichst du? Und ich weiß, dass deine Mama aus Polen kommt ursprünglich, dein Papa aus Japan. Du lebst auf der deutschen Seite. Also was fühlst du dich? Ich spreche viele Sprachen. Ja. Was auch so ist. Ich weiß selber nicht, wer ich bin. Soll ich für dich antworten? Ja, sie hatte gerade gesagt, ich weiß selber nicht, wer ich bin. So, Polnisch, Japanisch, Deutsch und 2 Fremdsprachen in der Schule. Also 3 Sprachen haben wir jeden Tag in der Familie. Hut ab. Krysiusienko, właśnie a propos, bardzo groźny temat został poruszony. Krysio, hier wird ein gefährliches Thema natürlich angerissen. Wir versuchen all die Kanten zu glätten, all die Wogen zu glätten, bezüglich der Migration und unserer Vergangenheit und natürlich der jetzigen Kontakte, aber kehren immer wieder zu dieser Frage zurück, wer wir eigentlich sind. Und manchmal ist das extrem schwer, das ist sehr belastend für die Psyche der einzelnen Menschen, von gesamten Bevölkerungen. Es ist ein Problem der Identifikation, der Identität auch, der kulturellen Belastungen, Bagagen, die man mit sich schleppt. Es ist ein gefährliches Thema. Ich habe eine Bitte, dass wir uns vielleicht darauf besinnen, was die Jugend in unserem Projekt, in ihren Projekten genau geleistet hat, gemacht hat. Denn solche historischen Überlegungen gehen in eine merkwürdige Richtung. Vielen Dank. Wir haben noch 3
Zeit. Hat noch jemand eine Frage? Also Zeit hätten wir noch. Oh. Pytanie do Mili. Eine Frage an Mila. Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen kennst du? Ja, Japanisch, Polnisch und Deutsch. Also bei am Ende dieses Vortrages möchte ich die Aufmerksamkeit wirklich auf dieses wunderbare Gedicht bitten. Uns ist es nicht bewusst, wie viele Einflüsse wir haben. Wir haben arabische Zahlen, wir haben lateinische Buchstaben. Deswegen ist die Frage, wer sind wir? Also man beginnt vielleicht schon vor 5000 Jahren, also wir sind alle irgendwie miteinander verwandt. Und ich finde es wunderbar, dass im Rahmen dieses Projektes haben wir gesehen, das Lernen vom Fremden, das Lernen vom Anderen geht auch auf die spielerische Art und Weise. Bei der Frage habe ich auch überlegt, wo bin ich denn geboren? Das sind 3000 Kilometer von hier. Vielleicht hätte ich auch die 11.000 Punkte bekommen. Aber mit den Oma und Opa geht es irgendwie schon nicht mehr so. Gut, wir haben uns heute mit der Pflanzenwelt beschäftigt. Wir haben unsere Sinne aktiviert, also unsere gustatorischen Sinne, indem wir die Aromen in Neuamerika untersucht haben. Und jetzt fehlt uns nur die Tierwelt oder besser gesagt die Vögelwelt.